Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu EJO. Was ihr nicht wisst und was sich hoffentlich nicht im Spiel äußern wird, ich bin gerade total genervt, weil das jetzt schon die dritte oder vierte Aufnahme ist, die ich versuche. Bei den ersten zwei Malen hat gar nichts funktioniert. Also einmal wurde nur Streifen aufgenommen, danach konnte ich dann gar nichts mehr aufnehmen. Dank diesem tollen Windows 11 funktioniert nichts mehr in Sachen Let's Play-Aufnahmen bei mir. Also nichts mehr zuverlässig, sagen wir es mal so. Falls ihr euch wundert, ich bin hier nebenbei nur am draufdrücken, damit sich das hier oben ein wenig aufsammelt auf meinem Konto. Dann habe ich eine Aufnahme gestartet, die dann auch ja weit über eine halbe Stunde lief, von der ihr dann nur 20 Minuten aufgenommen habt. Ich habe mehr als 400 GB Platz noch auf der Festplatte, also daran lag es definitiv nicht. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Mittlerweile habe ich auch keine Stimme mehr, weil ich so viel geredet habe während der anderen Aufnahmen. Also entschuldigt bitte, wenn ich jetzt mich zwischendurch öfter mal räuspern muss, falls diese Aufnahme überhaupt funktioniert. Das weiß ich ja jetzt leider auch noch nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe im Moment heute eigentlich die Schnauze voll, aber ich möchte noch diesen einen letzten Versuch für heute starten. Und wenn der jetzt auch nicht funktionieren sollte, dann weiß ich wirklich auch nicht mehr weiter. Ich bin jetzt aktuell mit OBS am Aufnehmen. Damit hatte ich eigentlich wahnsinnig viele Probleme in der Vergangenheit. Dann war mal kein Bild da, dann war mal kein Ton da, obwohl alles vernünftig angezeigt worden ist. Und ja, ich sehe meinen Ausschlag vom Mikrofon, der viel zu laut ist, nebenbei bemerkt. Ich sehe mein Bild. Ich kann wirklich nur das Beste hoffen. Ich gehe jetzt mit euch in The Forest rein. Leider habe ich jetzt natürlich diese zwei Level schon gemacht. Das hat übrigens über eine halbe Stunde gedauert. Ich hoffe, es wird jetzt nicht wieder über eine halbe Stunde dauern. Weil ich am Ende bei Level 16 auch das Ziel gesucht habe und es dann doch noch gefunden habe und sogar da durchgekommen bin, wie ihr seht, weil sonst würde ich jetzt nicht 17 hier frei haben. Aber ja, wir fangen halt nochmal alles von vorne an. Für dieses Level habe ich übrigens 8 Minuten gebraucht, weil ich so scheiße war. So, die ganzen Witze kann ich jetzt leider alle nicht wiederholen, was ich sehr, sehr schade finde, weil da waren doch einige Sachen dabei, die ich selber sogar sehr lustig fand. Wahrscheinlich finde ich mich als Einzige lustig. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber ja, ich habe auch sehr lange an diesem Level wirklich gehangen. Ja, und das hat mich auch... Da habe ich mich am meisten drüber aufgeregt, die Blätter. Weil das war nämlich die Stelle, wo ich herausgefunden habe, dass man nicht auf diese... Was war das denn gerade? Dass man nicht auf diese Blätter drauftreten darf. So, dich mache ich jetzt noch einen Platz. Schnell. So, wir dürfen auch nicht in dieses grüne Zeugs, also in diese Gift... Boah, nein, 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 nein. Ich habe hier schon mal solche Probleme gehabt. Also, es kann jetzt daran liegen, weil ich jetzt gerade ein bisschen aggro bin, dass ich jetzt deswegen hier nicht mehr so vernünftig durchkomme. Bitte entschuldigt das. Und ja, sollte ich, wie gesagt, ein bisschen gereizt wirken gerade, das liegt tatsächlich daran, dass ich wirklich genervt bin von den Aufnahmen. Nicht vom Spiel. Das möchte ich auch nochmal betonen. Ich wusste, da kam doch irgendwas. Ja, das können wir... Doch, das können wir gebrauchen, ne? Ja, genau. Ach, jetzt weiß ich auch wieder... Ihr wisst jetzt gar nicht, was ich meine, aber jetzt weiß ich auch wieder, was die Spritze eigentlich macht. Die erhöht, glaube ich, mein Leben, wenn man die einsammelt. So. Den schnellen müssen wir erwischen. Und den. So, wie beim letzten Mal habe ich ein bisschen Panik, hier links durchzugehen und dann doch kaputt zu gehen. Deswegen lasse ich das lieber. Nehmen wir müssen unten rum. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier oben noch das Ding einsammeln. So. Diesmal ohne Witze, weil ich die alle schon verbraucht habe bei den Folgen davor. Und wie gesagt, weil ich gerade auch total genervt bin. Also es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich denke mal, das kommt auch so rüber, wie ich mich gerade fühle. Aber wenn man eine einzige Aufnahme, die immer das Gleiche, also wo ich immer das Gleiche gemacht habe, immer wieder wiederholt. Und ihr merkt ja, ich kann es nicht perfekt, immer noch nicht. Aber ich werde immer besser und ich mache das jetzt gerade so aus dem FF heraus. Ne? Ich bin ja jetzt, ja, das habe ich jetzt wieder vergessen, dass ich von da aus nicht hinkomme. Ich bin ja jetzt super gut hier drin und stürze gleich ab, wenn ich das sage. Das weiß ich jetzt schon. So, nein, nicht zu weit, nicht zu weit. Und da weiß ich ganz genau, ihr kleinen Drecksäcke, dass da was ist, was mich umbringt. So.
Das sammeln wir noch schnell ein. Oh, meine Batterie ist sehr leer. So. So. Genau, da müssen wir noch runter. Da ist eine Spritze. Die Frage ist, soll ich das machen, die Spritze zu holen? Ich komme runter, aber ich weiß nicht, ob ich da direkt wieder hochkomme. Obwohl, wir können hinter dem Grün... Können wir hinterher springen? Können wir das vielleicht erstmal hier wegmachen? Das nervt mich hier gerade. So. Okay. Das habe ich nämlich beim letzten Mal nicht gemacht, das ist einzusammeln, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss hatte, dass ich daran sterbe. So. Ihr kleinen Drecksäcke. Jetzt ist der Schlüssel da oben. Beim letzten Mal war er nicht da oben. Oder? Ach nee, ich bin ein Level weiter schon. Okay, ich habe nichts gesagt. Du behauptest das Gegenteil. Ich bin gedanklich und nervtechnisch oder kaputt nervtechnisch schon ein Level weiter. So, das nehmen wir noch schnell. Was sehr fies ist, ist dieser Donner. Weil man dadurch gar nicht mehr so richtig sieht, wo man eigentlich hinspringt. So, da habe ich mich gefragt, heißt das, nach unten ist der sichere Tod und nach rechts können wir springen? Oder ich nehme an, dass es das heißt. Oh, es kann aber auch heißen, dass hier auch der sichere Tod ist nebenbei mehr. Also wenn man nicht schießt, dann bestimmt. So, den haben wir. Oh ja, das war das Fiese. Da bin ich beim ersten Mal, nee, bin ich glaube ich nicht reingelaufen. Ich bin mir nicht sicher. So. Wir haben aber nicht mehr so viel Batterie. Müssen wir jetzt hier echt aufpassen. So. Du kommst hier nicht durch, ne? Ja, lauf mal schön. Lauf mal schön weg, wollte ich gerade sagen. Da ist gar nicht so viel Platz zum Weglaufen. Oh, Batterie, Batterie, Batterie. Ja! Nee, das ging mal besser. Na gut. Machen wir es so. So. Das machen wir weg. Da konnte ich, glaube ich, drauf, oder? Auf dieses Silberne. Aber ich gehe trotzdem hier. Nein, nein. Diesmal mache ich das nicht. Diesmal rutsche ich da nicht runter. Diesmal nicht, ihr Schweinchen, ihr. Na komm. So. So. Also ich bin hier... Nein, nein! Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich bin jetzt auch wesentlich konzentrierter als beim ersten Mal, muss ich dazu sagen. Gut, beim ersten Mal habe ich jetzt, wie gesagt, auch mehr Witze gemacht. Das bleibt jetzt leider ein bisschen aus, weil ich immer noch innerlich total genervt bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, nicht vom Spiel oder so, sondern einfach nur... da kann man, glaube ich, nicht hin. Sondern einfach nur wegen der Aufnahme. Und ich hoffe wirklich... das habe ich total vergessen, dass da welche runterkamen. Oh. Beim letzten Mal haben sie mich aber nicht kaputt gemacht. Sauerei. War hier nicht noch irgendwas? Nee, doch nicht. Okay. So, wenn Pfeile nach unten gehen, kleiner Tipp, dann lasst euch genau beim Pfeil runterfallen. Meistens ist das safe. Nicht immer. Oh, ich habe sogar 2 Minuten weniger jetzt gebraucht. Das ist cool. Meistens ist das safe, zugegebenermaßen nicht immer, weil da gab es eine Situation in der nächsten, im nächsten Level, ja, wo mich die Entwickler so ein bisschen verarscht haben. Das ist dann ein, zweimal gut gegangen. Ich habe das Level, glaube ich, insgesamt 20 Mal neu gestartet, das hier. Weil ich es immer wieder geschafft habe, an einigen speziellen Stellen kaputt zu gehen. Oh ja, das habe ich fast vergessen. So. Man bemerke dieses H im Hintergrund. Das wird später noch wichtig. So, hier haben wir das Problem. Ja, jetzt ist er weg. Aber jetzt habe ich auch mal das erste Mal gesehen, was passiert ist. Der hat sich gar nicht in Luft aufgelöst. Der ist da runter. Okay. Da habe ich nämlich in der letzten Folge, die wir niemals sehen werden können, weil es nicht vernünftig aufgenommen hat, habe ich nämlich gefragt, warum die Entwickler so böse sind. Einfach den Igel so eingesperrt zu lassen. Kam da noch einer? Nee, kam keiner mehr. Ich glaube, oben links war jetzt noch irgendwas. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich bin ganz ehrlich, ich gehe jetzt hier lieber auf Nummer sicher. Warum die den eingesperrt lassen? Weil man doch ein schlechtes Gewissen dann haben muss, dass der da so eingesperrt ist. Und ja,
dann elendig verhungert. So, jetzt kommt meine absolute Lieblingsstelle. In Klammern nicht. Oh. Warum war der jetzt so schnell? So. Weg mit euch. Hinfort. So. So. Wenn man irgendwas sieht, wie eine Batterie oder so, ist immer gut, punktgenau zu landen. Man sieht jetzt, warum. Und jetzt bitte. Nein. Ja! Also ich bin, glaube ich, 6-mal verreckt beim letzten Versuch, bevor ich dieses Fähnchen tatsächlich erwischt hatte. Und habe dann festgestellt, kurz dann, nein, nicht, du sollst doch einfach nur... Oh, sollst doch... Oh. Kein Thema, renn einfach durch mich durch. Wieso schießt der nicht? Also der hat schon geschossen, aber der hat nicht wirklich das Ding angeschossen. Ah, das war übrigens nicht mein Problem beim letzten Mal. Mein Problem kam jetzt. Weil ich dann am Ende hier auch nicht mehr so gut hochkam. Dein Ernst? Hat der mich jetzt gerade elektrisiert? So, und das war das nächste Problem. Oh. Und da habe ich nämlich gesagt, nachdem ich dann hier zigmal runtergefallen bin und dieser blöde Igel immer rechts rumgelaufen ist, ist der die letzten zwei Male direkt unter mir gewesen und dann ist mir dieses Haar im Hintergrund aufgefallen. Ihr denkt wahrscheinlich, dass das ein reiner Zufall ist, dass das gar kein Haar ist. Aber das ist wahrscheinlich extra von den Entwicklern hier so gemacht worden. Weil wenn man hier runterfällt und direkt auf die Spitzen vom Igel drauf fällt, soll man dieses Haar lesen. Das ist so ein unterbewusstes Ha-ha-ha, nehme ich an. Nein, keine Ahnung. Ich denke, es ist Zufall, aber es kam mir auf jeden Fall so rüber. So, und jetzt ist wieder diese fiese Musik dran und man sieht nichts mehr durch den Donner. Oh, so. Jetzt schauen wir mal, ob ich weiterkomme. Also beim letzten Mal, beim allerletzten Mal, hat es geklappt. Ich war so happy. Und dann habe ich festgestellt, dass die Aufnahme abgebrochen wurde. Gut, vielleicht hat sich mein PC dann gedacht, ach, die Alte ist schon über eine halbe Stunde am Spielen. Ich breche hier einfach mal ab, das kann ja nichts mehr werden. So, ich weiß, dass wir... Oh, ich habe vergessen, dass wir zweimal schießen müssen. Ich weiß, dass wir hier unten rum müssen. Das ist also richtig. Oh. Hier wieder hochzukommen, nachdem man das einmal geschafft hat, ohne von den Dingern elektrisiert zu werden... Ist eine Kunst für sich. Mit Doppelsprüngen geht's öfter mal. Oh, ich bin aber schon sehr, sehr low hier. Sehr, sehr low. Ah, ich habe doch eine Batterie eingesammelt. Okay. So, und hier habe ich gedacht, komme ich denn jetzt hier überhaupt weiter? Aber hier sind Plattformen. Und ja, wenn wir jetzt hier rüberkommen, hier ist auch das Ziel. Ja, und ich habe das Ganze jetzt in der Hälfte der Zeit gemacht, nebenbei bemerkt. In weniger als der Hälfte der Zeit, muss ich dazu sagen. Deswegen würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall noch das nächste Level und da kann ich wirklich nur versagen. Also, das verspreche ich euch, weil ich war da nämlich jetzt noch nie drin. So. Ich kann jetzt nur versagen. Ich hoffe, dass ich dafür jetzt nicht auch noch eine halbe Stunde brauche. Kommt der hier hoch? Nee. Ich wollte gerade sagen, gerade erst im Spiel drin und schon kommt hier ein Gegner. Oh Gott, es geht schon gut los. Da kann ich nicht von oben rein, nehme ich an, oder? Hm. Hallo? Was hat mich denn jetzt kaputt gemacht? So. Ist da oben irgendwas? Nee, oder? Achso, doch. Okay, das nehmen wir natürlich noch mit. So. Oh! Da kommen Gegner. Hau ab! So, roter Pfeil nach unten. Ich nehme an, das ist der sichere Tod. Also ich verlasse mich auf eure Pfeile, ne? Wollte ich nur mal erwähnt haben. Was war das? Nein! Nicht wieder so ein Mist! Nein! Ich hasse euch! Oh, ich hasse euch! Nein! Ich komme hier nicht durch! Ich habe nur die Flagge gesehen und habe gedacht,
Ich muss das hier sichern. Wie war das nochmal mit dem, das werde ich jetzt garantiert nicht schaffen und was ihr jetzt, glaube ich, heute noch nicht gehört habt, sondern was in irgendeiner anderen Aufnahme habe ich das gesagt, dass das wahrscheinlich nur das Vorgeplänkel ist und der Rest sehr viel schwerer wird. Ja, ich will auch gar nicht wissen, wie man da unten überhaupt an diese Dinge rankommt, weil ich glaube, das werde ich sowieso nicht schaffen. Oh, ist das fies. Ist das fies. Der braucht mal eine gute Position. Aber wo zur Hölle soll ich da eine gute Position finden? Dich habe ich diesmal gesehen. Ja, ja, ja. Da ist aber wirklich der sichere Tod, sehe ich gerade. Okay. Weil da ist das Zeug. Kommt bitte nicht von links. Kommt nicht von links. Kommt nicht von links. Kommt nicht. Nein! Ich wusste es! Das überlebe ich doch nie. Wollt ihr mich verarschen? Nein! Soll ich jetzt noch eine Viertelstunde versuchen, das zu machen? Das schaffe ich doch nie. Der Raum ist viel zu eng dafür. Oh Gott. Kann man das nicht überspringen? Ich meine, das kommt mir wieder vor wie so ein Platz, wo man eigentlich das nicht schaffen kann. Niemals. Boah. Gerade am Anfang sowas Fieses einzubauen, das ist doch... Aber ich komme da... Ich glaube nicht, dass ich da rüberspringen kann. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich meine, hallo? Ich habe gerade mal 3,5 Leben. Ich bräuchte irgendwas... Ich bräuchte was zum Blocken oder sowas. Ah, da könnte man sich doch... wenn wir sterben, fange ich nochmal von vorne... Beziehungsweise dann gehe ich nochmal raus. Das möchte ich jetzt wissen. Aber ich glaube, das kann ich nicht kaufen, oder? Im Moment, ich bin mir nicht sicher. Da gab es so ein Schild zum Blocken. Und ja, das weiß ich, weil ich habe nämlich euren Trailer gesehen, liebe Entwickler. Aber da kommt man wirklich nicht rüber. Oh. Ich gehe sowieso kaputt bei jedem, der hier vorbeikommt. Also... Oder muss ich die irgendwie schneller kaputt machen oder so? Oh, wie soll ich den schneller kaputt machen? Nein. Nein, du sollst springen. Nein, ich kann nichts mehr. Ach, meine Batterie war leer. Wollt ihr mich veräppeln? Es waren nur noch ein paar Sekunden. Ich gehe mal eben raus. Also nicht, weil mir das zu viel ist, natürlich auch. Aber ich will mal eben was wissen. Wir haben das Schild sogar. Wieso habe ich das denn? Das ist doch ausgerüstet gewesen gerade. Oder? Nee, es war nicht ausgerüstet. Moment. Nee, ich habe es auch noch nicht gekauft. Wieso habe ich es... Oh Gott, ich gehe jetzt nochmal hier rein. Moment, Moment, Moment. Wieso steht das denn hier drin, wenn ich es gar nicht gekauft habe? Ich bin hier gerade total verwirrt. Player-Attribute. So, Purchase. Ich weiß nicht, ob uns das weiterhilft. Bin ich ganz ehrlich. Was heißt Cooldown? Ich hatte gehofft, dass man das nehmen kann. Weil ich meine, in dem Trailer sah das so aus, dass man das so vor sich halten kann und die dann so ein bisschen wegschieben kann. Erstens die Frage natürlich, geht das auch bei den Igeln und Schildstärke. Machen wir das erstmal. Dauer. Longer Stunning. Achso, das hat aber. Hat das nur mit dem Stun zu tun? Ja, gut, bei 5. 10. Guck
gucken jetzt erstmal Cooldown. Ich verballer hier gerade so ziemlich alles, was ich habe. Okay, wir nehmen einfach alles. So. Da gibt's auch noch. Schade, dass man das vorher nicht angucken kann. Da gibt's auch noch eine Rakete. Das sieht für mich auch aus wie die Defensive, ne? Weil das ist doch... Obwohl, ja, nee, das ist, glaube ich, der Angriff, oder? Ich bin mal gerade nicht sicher. Ah, hier gibt's, da gab es noch ein ganz anderes Schild. Nein! Ah! Warum ist das so teuer? Ich will zu dem Schild hinarbeiten. Gut, ich weiß nicht, was das hier für ein Schild ist. Ich weiß nicht, welches von den beiden besser sein könnte. Ja. Ach so, das hätte ich ja auch noch upgraden können. Stimmt ja. Schaffe ich das noch? Ja, einmal schaffe ich noch. Also ein Herz zusätzlich noch dabei. Immerhin. Ja, war klar, das ist zu teuer. Charging Time. Efficiency, Electricity. Man konnte doch irgendwo drauf... Achso, ja, das stand hier drin. Increase the maximum amount of electricity. Würde ich mal sagen. Upgraden wir mal ein bisschen. Scheiß drauf, ob wir das andere jetzt machen können oder nicht. Was ist das denn hier überhaupt? That is generated passively. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Machen wir da auch mal so ein bisschen was rein. Die sind irgendwie günstiger. Wir nehmen erstmal die. Ach so, das war das linke. Ich habe die ganze Zeit rechts drauf geguckt und gedacht, ach ja, habe ich ja noch genug. Okay. Gut. Dann. Achso, muss ich unten draufklicken, genau. Dann nehmen wir das und stellen dann wahrscheinlich fest, dass das scheiße ist. Dass das gar nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Okay. Ja. Also entweder funktioniert das einigermaßen so, wie ich mir das vorstelle, oder es funktioniert eben nicht. Dann bin ich ganz ehrlich und ich hoffe, dass ihr mir das nachseht, dass ich dann erstmal eine kleine Pause mache, weil ich habe jetzt, wie gesagt, schon über 2 Stunden mittlerweile, 2,5 fast, dran gehangen an diesen Aufnahmen. Und ja, ich muss das einmal ausprobieren. Ich kann damit rumlaufen. Oh doch. Ah ja, ist aber nicht so lange. Also es hört irgendwann auf. Aber... Mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob die mich trotzdem angreifen können. Ne? Ich meine, die Schildstärke habe ich auch was verbessert. Wir haben jetzt auch noch ein halbes Leben mehr. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch total vergessen, dass wir überhaupt was verbessern können. Und wie gesagt, wir haben das ja jetzt alles schon diverse Male... Oh ja, dich habe ich vergessen, ich weiß. Diverse Male heute durchgespielt. Also ich habe es diverse Male durchgespielt, deswegen... Naja. Gut. Oh, das ist nicht euer Ernst. Und der schiebt mich weg. Nein! Oh. Es war schön überlegt. Wahrscheinlich ein bisschen doof gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich habe für mich jetzt eben, ich habe euch das nicht gesagt, ich habe für mich eben innerlich ausgemacht, ich mache jetzt 3 Versuche. Und wenn ich das dann nicht schaffe, dann weiß ich nicht, dann bin ich total verzweifelt. Also, ich habe jetzt heute schon so viel Nerven verloren bei diesem Spiel. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Also, eigentlich ja nicht durch dieses Spiel, das kann man ja nicht sagen. Naja, so ein bisschen auch, aber... Die meisten Nerven habe ich, glaube ich, weniger dadurch, dass das nicht ganz so gut gelaufen ist, verloren. Sondern mehr dadurch verloren, dass halt die Aufnahmen ja plötzlich weg waren, in der Mitte unterbrochen waren, in Streifen aufgenommen wurden. Also ich habe wirklich alles durch. Seitdem, ich kann es euch auch nicht empfehlen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf Windows 11 umzuswitchen. Weil ich habe keine Probleme gehabt bei Windows 10. Seitdem ich Windows 11 habe, nur Scheiße. Also das ist irgendwie...
Ich weiß nicht. Nein, jetzt kommt der direkt schon hier hin. Willst du mich jetzt... Oh, wie schnell ist der vor allen Dingen? Nein! Wieso kann ich nicht blocken? Nein! Ich meine, ich habe euch ja gesagt, ich spiele das Spiel nur so weit, bis ich irgendwann denke, ich komme einfach nicht mehr weiter. Aber mein letzter Versuch für heute, wie gesagt, ich bin mit den Nerven wirklich ein bisschen down heute. Ich kenne mich, wahrscheinlich werde ich, oder höchstwahrscheinlich werde ich irgendwann an einem anderen Tag nochmal komplett von vorne anfangen. Also nicht von vorne natürlich, aber... Oh, na, ja, genau. Jetzt machen wir hier schon alles kaputt. Warum? Wieso hat der mir eigentlich ein ganzes Leben jetzt abgezogen? Ey, selbst die Igel ziehen mir nur ein halbes ab, meine ich. Boah, das war jetzt unfair. Vor allen Dingen selbst mit vollem Leben habe ich ja hier Probleme bei den komischen Igeln da unten. Ach, ich habe vergessen, dass der Typ auch noch kommt hier. Naja, egal. Das Fiese ist ja, die kommen von ganz weit links und von ganz weit rechts. Eigentlich müsste ich die alle auf einer Seite haben, müsste ich die dann so zusammenquetschen und immer wieder drauf schießen. Aber dann kommen natürlich irgendwann nach ein paar Sekunden direkt die von der anderen Seite schon. Das ist halt das Problem. Ich bin panisch, wenn ich jetzt runterspringe, das weiß ich jetzt schon. Ich bin verzweifelt. Let's go. Ach so, das macht der automatisch dann. Ich habe nur noch ein halbes Leben. Und bin kaputt, das war so klar. Ich hätte hier weggehen sollen. Ja, ich hab's... Oh, wie gesagt, ich bin ja gerade nervig. Wenn ihr wüsstet, wie ich gerade am Zittern bin mit meinen Händen. Also abgesehen davon, dass es natürlich sehr kompliziert ist, überhaupt hier durchzukommen. Dann das nächste. Ich weiß nicht, ob man einfach drüber springen kann. Ich denke nicht. Also das ist das Einzige, was wir jetzt nochmal ganz kurz probieren könnten, ob wir tatsächlich vielleicht einfach da drüber springen können. Glaube ich nicht, wie gesagt, aber ja. Das ist aber wirklich jetzt mein letzter Versuch, weil das hatte ich vorhin ja gesagt, dass ich das mal testen wollte. Hab's dann doch irgendwie vergessen. Und ja. Ich brauche gleich einfach einen beruhigenden Tee, wenn ich hier durch bin. Beziehungsweise, wenn ich raus bin, durch werde ich wahrscheinlich eh nicht sein und auch nicht kommen. Gehe ich mal stark von aus. So. Die ich nehme mal mit. Weil ich glaube, das gibt ja auch immer Punkte, Bits, Bytes, keine Ahnung. So. Mal gucken. Steht ein grüner Pfeil, dass ich nach rechts springen soll. Ich hab euch überlistet. Ich bin drüber. Das Problem ist halt nur, ich komme hier nicht drüber. Und wenn ich jetzt loslasse, geht er nach links. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nein. Ich weiß gar nicht, was das jetzt gerade war. Moment, ich kann die aber alle... Na gut, okay. Ich wollte gerade sagen, ich kann die doch alle so ein bisschen wegschieben. Aber ich krieg's einfach nicht hin. Also heute, ich weiß nicht, ob ich es nochmal neu starten und dann hinkriegen kann. Ich denke, es wird so sein, dass man es machen muss. Weil, wie gesagt, dieses Drüberspringen hat ja nicht funktioniert. Leider, leider, leider. Vielleicht gibt es auch irgendwie einen Trick, dass man... Obwohl, am Anfang konnte man ja eigentlich nicht viel machen. Ja, nur durch die Wolke da noch durch, aber dann ist man ja eh kaputt, deswegen. Ja, es tut mir wirklich leid, aber ich werde jetzt hier erstmal eine Pause machen. Wie gesagt, ich bin jetzt schon 2,5, 3 Stunden am Aufnehmen.
Es hat auch wunderbar funktioniert mit den ersten zwei Leveln, die ich ja jetzt zum x-ten Mal dann wieder gespielt habe, zugegebenermaßen. Aber das ist jetzt irgendwie was, was meine Nerven heute tatsächlich komplett kaputt macht. Und ja. Also ich bin nicht genervt oder so, das jetzt nicht. Ich bin höchstens genervt davon, dass die Aufnahmen davor nicht funktioniert haben. Nicht vom Spiel selber. Aber wie gesagt, meine Nerven halten es heute nicht mehr wirklich aus, da jetzt noch mehr Rückschläge zu erhalten. Es tut mir leid. Ja, ich freue mich aber trotzdem darauf, wenn ich noch eine neue Folge starten sollte. Also ich werde auf jeden Fall neue Folgen aufnehmen. Ich werde die aber nur dann hochladen, wenn ich dann tatsächlich auch mal weiterkomme. Wenn ich immer wieder hier bei sterbe, bringt einen das natürlich nichts. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, weil das würde nämlich dann bedeuten, dass ich das Level dann doch irgendwann mal geschafft habe. Ansonsten, ja, habe ich natürlich einen riesen Fehler jetzt gemacht. Man konnte ja auch die Level überspringen. Da könnte ich jetzt noch mal kurz, kann man das ansehen hier? Genau, Skip Level für 100 Bytes. Jetzt weiß ich gerade nur nicht mehr, was Bytes sind. Ich glaube, die linken. Ansonsten verspreche ich euch, dass ich, sollte ich das nicht schaffen, das wäre zwar blöd, weil wir dann nämlich immer noch nicht wissen, wie wir bei dem Level weiterkommen, aber sollte ich das tatsächlich nicht schaffen, dass ich dann die hier nochmal ein bisschen grinden werde. Ich glaube, die Seite hier nochmal auf 100 hochbringe. Und dass ich dann mit den 100 Bytes das Ganze überspringen werde. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir in der nächsten Folge sehen werden, wie man das macht. Also wenn überhaupt, dann nur mit sehr, sehr viel Glück, bin ich ganz ehrlich. Ja, wenn alle Stricke reißen, wie gesagt, dann gucke ich, dass ich ein bisschen grinde und dass ich dann die 100 Bytes noch zusammenkriege. Und ich das Ganze überspringe. Es tut mir leid, mein Hals ist gerade wieder voller Schleim. Ich habe zu viel geredet und mich zu viel aufgeregt in den letzten Stunden. Wie gesagt, nicht übers Spiel selber, sondern in erster Linie darüber, dass es nicht aufgenommen wurde, komplett. Um dem vorzubeugen, würde ich sagen, dass ich jetzt hier tatsächlich aufhöre. Ihr wisst Bescheid. Ja, entweder kommen wir so durch oder es wird ein bisschen gemogelt. Geht dann halt nicht anders, weil die Zähne, weiß ich nicht, die kriege ich wahrscheinlich eher nicht hin. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.